Again. This side, other side. Classic side. Unter diesen ganzen Asiaten ist die Loredana fast eine grössere Touristenattraktion als die Chocolate Hills selber und muss für das eine oder andere Selfie anheben. Chocolate Hills Lookout, die Touri-Attraktion hier. Wie man es sehr gut sehen kann, sind wir nicht die Einzigen hier. Für den Aussichtspunkt der Chocolate Hills haben wir einige Stegentritte vor uns und teilen die Treppe mit ziemlich vielen Touristen. Chocolate Hills, Schokihügel, die heissen so, wie in der Trockenzeit das ganze Gras verbrennt und sie dann aussehen wie kleine Schokihügel. Die Chocolate Hills da hinten, von denen gibt es über 1200 Stück. Das sind Kalksteinhügel. Wie das die aber entstanden sind, das weiss irgendwie niemand so recht. Cool ausschauen, das tun sie. Jetzt, als wir wieder ins Auto gestiegen sind, hat uns der Arzt erklärt, dass sie davon ausgehen, dass die Kalkhügel sich gebildet haben in zu dieser Zeit, wo hier noch die ganze Gegend unter dem Meeresspiegel war. Gute Erklärung, hundertprozentig sicher ist aber auch er sich nicht. Wir haben den Arzt nach einem Geheimtipp gefragt und gefragt, ja, wo gehst du an, wenn du frei hast? Er hat gesagt, ja gut, ins Shoppingcenter, weil dort hat es eine Klimaanlage. Als wir dann aber nochmal nachgefragt haben, hat er uns diesen wunderschönen Ort hier empfohlen. Ein Wasserfall, und da gehen wir jetzt hin. Der Geheimtipp von unserem Fahrer. Dank dem Art können wir jetzt an diesem wunderschönen Ort Zeit verbringen und entspannen mit den Locals zusammen. Die hat er hier jetzt gerade gefangen im Fluss. Die werden heute oben verspissen von der Familie. Hat er sich selber gefangen. Wir haben uns gerade erzählt, dass ich die Fische verkaufen würde. Tut er aber nicht, würde er 300 Pesos bekommen. Das sind so rund 6 Franken. Der hier hinten am Fischen ist, treibt jetzt gerade Fische zusammen hier am Schlotten so mit dem Bambusstock ins Wasser, dass alle Fische möglichst in sein Netz hineinschwimmen. Und jetzt hat er gerade alle seine Kinder gerufen, dass die ihm helfen sollen. Was wir hier gerade live miterleben, ist, dass sie die Fische zusammen treiben, damit sie sie nachher verwischen. Es ist mega cool, dass wir das hier miterleben können, wie sie ja, ihren Tag verbringen und die Fische fangen. Die Brücke hier ist sicher nicht Schweizer Ingenieurskunst. Wir hoffen aber, sie hilft uns. Probieren wir es? Ich weiß es nicht. Kannst du hören? Los, gut. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Loredana ziemlich Höhenangst hat. So eine Brücke, perfekt dafür. Es ist so vertrauenswürdig, wenn man da so drüber läuft und es knarrt so unter den Füßen. Kommt gut. Wir haben es geschafft und sind über die Brücke gekommen. Das Blöde, jetzt müssen wir wieder zurück.
Das Blöde, jetzt müssen wir wieder zurück. Loredana muss noch ihre Haare machen, weil sie jetzt etwa auf 100 chinesischen Fotos vorkommt. Hallo. Uns ist die Sonnencreme ausgegangen. Es ist gar nicht so einfach, zum Sonnencreme zu kaufen. Hier. Jetzt haben wir Sonnencreme kaufen. Die haben hier eigentlich gar keine Sonnencreme, weil sie es gar nicht brauchen, nur für ihre Kinder. Und die ist in der Stärke 50 oder 80.